Michael Ende. Momo. Momo oder die seltsame Geschichte von den Zeitdieben. Und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte. Ein Märchenroman. Bei Thienemann in Stuttgart. Fräulein Sabine, Sie sind wieder die Letzte. Wir müssen doch anfangen. Tschüss. Ich was? Halbe Stunde. Ich bin zur Sitzung. Morgen, Herr Willibald. Guten Morgen, Fräulein Sabine. Ich wollte... Keine Zeit. Später. Ach so. Guten Morgen. Ist was? Ja, ich sagte guten Morgen. Ach so, guten Morgen. Momo oder die seltsame Geschichte von den Zeitdieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte. Ein Märchenroman. Haben Sie das schon gelesen? Was? Was da auf dem Tisch liegt. Momo. Was soll ich denn noch alles lesen? Sie sollen nicht. Ich wollte nur wissen, ob Sie haben. Was? Na, das Buch da gelesen. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, dass ich es nicht gelesen habe? Ha, Krach. Kann man denn hier nicht in Ruhe ein Buch lesen? Nein. Kann man nicht. Meine Arbeit ist nun mal nicht so leise wie Ihre Leserei. Herr Willibald, weil Ihre manuelle Arbeit es Ihnen erlaubt, dabei zu pfeifen und zu reden und mit der Leiter zu klappern, brauchen Sie doch nicht mich damit zu belästigen. Mich, der ich einer geistigen Tätigkeit obliege. Die mir allerdings durch ihr dauerndes Stören, als da ist Pfeifen und Reden und Leitergeklapper, verunmöglicht wird. Also, Lemmy, manchmal gehen mir Ihre Bandumsätze ganz schön auf die Nerven. Haben Sie es nicht ein bisschen kleiner? Ich brauche mir von Ihnen noch lange nicht sagen zu lassen, wie ich Ihnen was zu sagen habe. Ich will Ihnen mal was sagen, Lemmy. Sie haben mir überhaupt nichts zu sagen. Seit einiger Zeit haben Sie einen Ton am Leibe, der mir gar nicht gefällt. Ich habe in der Tat so wenig Anstrengungen unternommen, Ihnen zu gefallen, wie Sie Anstrengungen unternehmen, den Namen Lemmy ersatzlos aus Ihrem Gehirn zu eliminieren und mit Ihrer Leiter leise zu klappern. Also, das haben wir gerne. Die Regale in Ordnung bringen und hinterher schief angequatscht werden. Aber es ist doch eine Frechheit, bei der Lektüre eines Buches gefragt zu werden, ob man ein anderes schon gelesen hat. Wer ist denn das? Wer soll denn das schon sein? Natürlich Momo. Wieso natürlich Momo? Ich denke, Sie kennen das Buch nicht. Bist du Momo? Na ja, da haben Sie es. Alter Besserwisser. Immer noch besser ein Besserwisser als einer, der geistige Arbeit durch Leiterklappern verhindert. Ich habe nur mit der Leiter geklappert, weil Sie so blöde Reden gehalten haben. Und aus dem gleichen Grund gepfiffen? Und aus dem gleichen Grund gepfiffen. Tja. Hörst du, Momo? Sie geben also zu, dass Sie absichtlich laut gewesen sind, obwohl ich Ihnen gebeten hatte, Silenzium zu halten. Gebeten? Dass ich nicht lache. Einen super langen Quatsch hat er gemaunzt, Momo. Von wegen Geist und so. Das kann ich schon leiden. Doch nur, weil Sie mich dauernd gefragt haben, ob ich das Buch schon gelesen habe. Aber doch nur, weil Sie auf meine erste diesbezügliche Frage geantwortet haben. Leider muss ich dies erst lesen. Von wegen. Wörtlich haben Sie gemosert. Was soll ich denn noch alles lesen? Hat er wörtlich gesagt, aber Momo. Nicht in dem Ton. Nicht so bissig, nicht wahr, Momo? Noch viel bissiger, nicht wahr, Momo? Sagen Sie mal, Herr Lehmann, dass wir uns hier vor dem Kind so streiten müssen. Was machst du hier eigentlich? Zuhören. Bloß zuhören? Musst ja viel Zeit haben. Wo kommst du denn hier, mein Kind? Wer sind deine Eltern? Momo ist ein sehr hübscher Name.
aber man findet ihn in keinem Namenslexikon. Wer hat ihn dir gegeben? Ich. Du hast dich selbst so genannt? Ja. Wo bist du denn geboren? Soweit ich mich erinnern kann, war ich immer schon da. Also, fragen wir mal anders. Wie alt bist du? 100? Ja, mit Ernst. Wie alt bist du? 102. Oh. Ja, also, mit der Mathematik, da scheint es nicht weit her zu sein mit dir. Wo wohnst du denn? Im Theater. Im Theater? Blöde Liste. Fräulein Sabine? Ja? Dürfen wir Ihnen Momo vorstellen? Mhm, angenehm. Also, Fräulein Sabine, wenn Sie nicht bald mit der Liste kommen, müssen wir Ihre Abteilung streichen. Wir müssen ja entscheiden. Ich finde Sie gleich. Fräulein, haben Sie das Buch schon gelesen? Ach, welches Buch? Momo, sie wohnt in einem Theater. Sicher ist das hier drin in dem grünen Kasten. Kommen Sie mit ins Theater. Wo ist die Liste? Ich muss sie doch mitgenommen haben. Fräulein Sabine, wir haben Ihre Liste eben hier unter Ihren Sachen gefunden. Kommen Sie bitte sofort. Ich fliege. Ja, Kinder und Jugend. Moment, Fräulein Sabine, für Sie. Herr Wieland möchte Sie sprechen. So, bitte. Ja? Ja, ich komme gleich. Ich muss nur eben noch wegen der Liste rüber. Nein, das ist gleich zu Ende. Ich kann jetzt wirklich nicht. Bis gleich. Herr Wieland hat Geburtstag. Der Tag könnte heute wirklich 48 Stunden haben. War denn was im grünen Kasten, bestester Herr Willibald? Ja. Wieso haben wir uns eigentlich versöhnt? Ich möchte wissen, wieso wir uns überhaupt gestritten haben, bestester Herr Lehmann. Seite 14. Was meinst du? Seite 14. Ach so, ich glaube, sie meint in ihrem Buch. Geben Sie es mir mal her, Herr Willibald. Ja, bitte. Ja, Seite 4. Tja, zweites Kapitel. Eine ungewöhnliche Eigenschaft und ein ganz gewöhnlicher Streit. Herr Willibald, hatten wir einen ganz gewöhnlichen Streit? Ich denke schon. Und die ganz ungewöhnliche Eigenschaft, die hat sicher Momo. Mhm. Deshalb steht hier auch, geh doch zu Momo. Wieso geh doch zu Momo? Dieser Satz wurde nach und nach zu einer feststehenden Redensart bei den Leuten in der Nähe des Theaters. So wie man sagt, alles Gute oder gesegnete Mahlzeit oder weiß der liebe Himmel. Genauso sagte man bei allen möglichen Gelegenheiten, geh doch zu Momo. Und warum? Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war zuhören. So wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. So ist das. Mhm. Verstehe, wenn Momo zuhört, geht jeder Streit gut aus. Also, Herr Lehmann, wenn es zwischen uns mal wieder blitzt und donnert, gehen wir zu Momo. Aber jetzt möchte ich doch gerne wissen, was das für ein Theater ist, wo so ein Mädchen wohnen kann. Ach, so, ja. Ach, so ein Theater ist das. Die Ruine eines alten römischen Amphitheaters. Ja? Geh doch mal rein in dein Theater. Lass uns mal sehen, wie man in so einem Theater wohnt. Ein Kind? Ja, das ist Momo. Kinder sind unsere gefährlichsten Feinde.
Ist auf einmal so kalt hier. Es wird immer kalt, wenn die grauen Herren von der Zeitsparkasse wo auftauchen. Was? Ja, bei Friseur Fusi wird es kalt. Bei Gigi, Nicola. Bei all meinen Freunden ist es kalt geworden. Sogar Beppo Straßenkehrer haben sie erwischt. Nur mich nicht. Aber dafür habe ich auch lange Zeit keine Freunde mehr. Ja, aber Moment mal. Sehr richtig. Moment mal. Also das war mit Frau dem... Frau Sabine, Sie müssen zum Stimmenzählen kommen. Die Betriebsratswahl ist zu Ende. Wir sagen Fräulein Sabine Bescheid. Sie ist im Moment nicht da. Danke. Also, Momo, die grauen Herren, bei denen uns so kalt geworden ist, waren von der Zeitsparkasse. Was tun sie? Und du hast vorhin von einem Friseur gesprochen. Fusi. Ja, was ist denn da passiert? Guck doch mal nach. Ach so, ja, natürlich. Ah, da steht er ja. Ist das Fusi? Ja. Na, der scheint ja sehr viel Zeit zu haben. Abwarten. Ach, ja. Und mein Leben geht so dahin. Wer bin ich schon? Ein kleiner Friseur, das ist aus mir geworden. Wenn ich das richtige Leben führen könnte, wäre ich ein ganz anderer Mensch. Aber für das richtige Leben muss man Zeit haben. Man muss frei sein. Ich aber bleibe ein Leben lang ein Gefangener von Scherengeklapper, Geschwätz und Seifenschaum. Womit kann ich dienen? Rasieren oder Haare schneiden? Oh. Ich komme von der Zeitsparkasse. Bin Agent Nummer XYQ-348-B. Wir wissen, dass Sie bei uns ein Sparkonto eröffnen wollen. Das ist mir neu. Sie sind doch Herr Fusi. Ganz recht, der bin ich. Dann bin ich an der richtigen Stelle. Sie sind Anwärter bei uns. Wieso? Sehen Sie, Herr Fusi, Sie verbringen Ihr Leben mit Scherengeklapper, Geschwätz und Seifenschaum. Darüber habe ich gerade nachgedacht. Na, sehen Sie. Ich will Ihnen durch eine kleine Rechnung beweisen, dass Sie Ihre Zeit in ganz unverantwortlicher Weise vergeuden. Eine Minute hat 60 Sekunden und eine Stunde hat 60 Minuten. Können Sie mir folgen? Gewiss. Es ist so kalt hier. 60 mal 60 ist 3600. Also hat eine Stunde 3600 Sekunden. Ein Tag hat 24 Stunden, also 3600 mal 24. Das macht 86.400 Sekunden pro Tag. Ein Jahr hat aber, wie bekannt, 365 Tage. Das macht immerhin 31.536.000 Sekunden pro Jahr. Oder 315.360.000 Sekunden in 10 Jahren. Wie lange schätzen Sie die Dauer Ihres Lebens, Herr Fusi? Die Dauer meines Lebens? Nun, ich hoffe, so 80 Jahre alt zu werden, so Gott will. Gut. Nun nehmen wir vorsichtshalber nur mal 70 an. Das wäre also 315.360.000 mal 7. Das ergibt 2.207.520.000 Sekunden. Eindrucksvoll, nicht wahr? Aber nun wollen wir weitersehen. Wie alt sind Sie, Herr Fusi? 42. Wie lange schlafen Sie pro Nacht? 8 Stunden etwa. 42 Jahre, 8 Stunden täglich, das macht immerhin 441.504.000 Sekunden. Diese Summe dürfen wir wohl mit gutem Recht als verloren betrachten. Wie viel Zeit müssen Sie täglich der Arbeit opfern? Auch 8 Stunden etwa. Dann müssen wir also nochmals die gleiche Summe auf das Minuskonto buchen. Nun kommt Ihnen aber auch noch eine gewisse Zeit abhanden durch die Notwendigkeit, sich zu ernähren. Wie viel Zeit insgesamt brauchen Sie für alle Mahlzeiten des Tages? Ich weiß nicht genau. Vielleicht 2 Stunden? Na, das erscheint mir zu wenig, aber nehmen wir es einmal an. Dann macht das in 42 Jahren immerhin den Betrag von 110.376.000 Sekunden. Fahren wir fort.
Sie leben allein mit ihrer alten Mutter, wie wir wissen. Täglich widmen Sie der Frau eine volle Stunde. Das heißt, Sie sitzen bei ihr und sprechen mit ihr, obwohl sie fast taub ist und kaum noch etwas hört. Es ist also hinausgeworfene Zeit. Macht 55.188.000 Sekunden. Ferner haben Sie überflüssigerweise einen Wellensittich, dessen Pflege Sie täglich eine Viertelstunde kostet. Das bedeutet umgerechnet 13.797.000 Sekunden. Aber der Wellensittich... Unterbrechen Sie mich nicht. Wir fassen zusammen. Tägliche Hausarbeit eine Stunde täglich, wöchentlich einmal Kino, des gleichen Gesangsverein, des gleichen Stammtisch, an den übrigen Tagen abends Freunde, manchmal sogar ein Buch und schließlich... Ja, ist dir nicht gut, Herr Vogel? Doch, ja, entschuldigen Sie. Aber die Kälte und... Wir sind gleich fertig. Nur eines noch. Wollen Sie Fräulein Daria heiraten? Das wissen Sie auch. In unserer modernen Welt gibt es keine Geheimnisse mehr. Sie werden Fräulein Daria nicht heiraten. Denn sie wird ihr Leben lang an einen Rollstuhl gefesselt sein, weil ihre Beine verkrüppelt sind. Trotzdem besuchen Sie sie täglich eine halbe Stunde, um ihr eine Blume zu bringen. Das sind insgesamt mit den schon erwähnten Posten 248.316.000 Sekunden. Und wenn wir nun dazu rechnen, dass Sie die Gewohnheit haben, jeden Abend vor dem Schlafengehen eine Viertelstunde am Fenster zu sitzen und über den vergangenen Tag nachzudenken, dann bekommen wir nochmals eine abzuschreibende Summe von 13.797.000 Sekunden. Nun wollen wir einmal sehen, was Ihnen eigentlich übrig bleibt, Herr Fusi. Diese Summe ist also die Zeit, die Sie bis jetzt verloren haben. Gegenrechnung. Ein Jahr, das sind genau 31.536.000 Sekunden, wie wir wissen. Und das mal 42 genommen macht? 1.324.512.000. Das Ergebnis? Milliarden, 0 Millionen, 0.000, 0.000. Finden Sie nicht, dass Sie so nicht weiterwirtschaften können? Würden Sie bereits vor 20 Jahren damit angefangen haben, täglich nur eine einzige Stunde einzusparen? Und würden Sie weitere 20 Jahre damit fortfahren, so kämen wir auf die stolze Summe von 105.120.000 Sekunden. Dieses ganze Kapital stünde Ihnen in Ihrem 62. Lebensjahr zur freien Verfügung. Großartig. Warten Sie es ab, denn es kommt noch viel besser. Wir, das heißt die Zeitsparkasse, bewahren nämlich nicht nur Ihre gesparte Zeit für Sie auf, wir zahlen Ihnen auch noch Zinsen dafür. Überlegen Sie, ob das nicht ein lohnendes Angebot ist. Das ist es. Ich bin ein Unglücksrabe, dass ich nicht schon längst angefangen habe zu sparen. Ich muss gestehen, ich bin verzweifelt. Dazu besteht durchaus kein Grund. Es ist nie zu spät. Wenn Sie wollen, können Sie noch heute anfangen. Und ob ich will? Was muss ich tun? Aber mein Bester. Sie werden noch wissen, wie man Zeit spart. Schneller arbeiten. Verkürzen Sie die Stunde bei Ihrer Mutter auf eine halbe oder geben Sie sie in ein Altersheim. Schaffen Sie den Wellensittich ab, ebenso Fräulein Daria. Alles unnütz. Ja, das kann ich alles tun. Aber die Zeit, die mir auf diese Weise übrig bleibt, was soll ich mit ihr machen? Muss ich sie abliefern und wo? Oder soll ich sie aufbewahren? Wie geht das Ganze vor sich? Darüber machen Sie sich nur keine Sorgen. Seien Sie überzeugt davon, dass uns von Ihrer gesparten Zeit nicht das kleinste bisschen verloren geht. Sie werden schon merken, dass Ihnen nichts übrig bleibt. Also, gut. Ich darf Sie also in der großen Gemeinde der Zeitsparer als neues Mitglied begrüßen. Ich beglückwünsche Sie, Herr Fusi. Moment! Müssen wir nicht irgendeinen Vertrag abschließen? Bekomme ich nicht irgendein Dokument? Wozu? Sie können das Zeitsparen nicht mit irgendeiner anderen Form des Sparens vergleichen. Uns genügt Ihre Zusage. Leben Sie wohl. Ist ja unheimlich. Ach, Fräulein Sabine, wir sollen Ihnen ausrichten, dass die Betriebsratswahl zu Ende ist. Und Sie möchten bei der Stimmauszählung helfen. Ach du meine Güte, das hatte ich ja völlig vergessen. Die ist aber auch bald fällig für die Zeitsparkasse. Sind das überhaupt Menschen, diese grauen Herren? Nein, sie haben nur Menschengestalt angenommen. Ja, wer sind sie denn? Sind es Teufel? Nein, auch nicht. Zeitdiebe sind es. Sind Sie schon mal solch einem grauen Herrn begegnet, Herr Willibald? Nö.
Sie wissen es nicht, Senior Willibald. Alle Zeitsparer vergessen sehr schnell, dass sie mit so einem Herrn geredet haben. Sie denken dann, sie wären selbst auf die Idee mit dem Zeitsparen gekommen. Kannst du mal einen Moment aufstehen, Momo? Ja. Jetzt verstehe ich auch, was hier steht. Momo oder die seltsame Geschichte von den Zeitdieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte. Dann bringst du also die Zeit zurück. Hm? Hast du denn auch eine Begegnung mit dem grauen Herrn? Einer kam zu mir ins Theater. Ja, aber Zeit sparen, das braucht doch Momo nicht. Bei Momo haben die sich bestimmt was anderes einfallen lassen. Mal sehen. Nanu? Was ist denn das? Mein Theater. Ja, ja. Aber da steht doch jemand. Wer ist denn das? Ich heiße Momo. Ich gehöre dir. Alle beneiden dich um mich. Ich glaube nicht, dass du mir gehörst. Ich möchte noch mehr Sachen haben. So. Ich weiß nicht, ob ich was habe, was zu dir passt. Aber warte mal. Ich zeig dir meine Sachen und dann sagst du mir, was dir gefällt, ja? Das ist alles, was ich habe. Wenn dir was gefällt, dann sag's nur. Na? Guten Tag. Ich bin Bibi Girl, die vollkommene Puppe. Ich weiß schon. Aber du wolltest dir doch was aussuchen, Bibi Girl. Hier habe ich zum Beispiel eine schöne Muschel. Gefällt sie dir? Ich gehöre dir. Alle beneiden dich um mich. Ja, das hast du schon gesagt. Und wenn du nichts von meinen Sachen willst, können wir vielleicht spielen, ja? Ich möchte noch mehr Sachen haben. Noch mehr habe ich nicht. Wir spielen jetzt, dass du zu mir zu Besuch kommst. Wie nett, dass Sie mich besuchen kommen. Woher kommen Sie denn, verehrte Dame? Ich gehöre dir. Alle beneiden dich um mich. Also hör mal, so können wir doch nicht spielen, wenn du immer das Gleiche sagst. Schöne Puppe du hast. Mir scheint, du weißt überhaupt nicht, wie man mit so einer fabelhaften Puppe spielen muss. Soll ich dir zeigen? Ich möchte noch mehr Sachen haben. Na siehst du, Kleine, sie sagt es dir sogar selbst. Tja, mit einer so fabelhaften Puppe kann man doch nicht spielen wie mit irgendeiner anderen. Man muss sich schon etwas bieten, wenn man sich nicht mit dir langweilen will. Pass mal auf, Kleine. Zuerst einmal braucht sie viele Kleider. Hier ist zum Beispiel ein entzückendes Abendkleid. Und hier ist eine Pelztola, ein Negligé, ein Tennisdress, ein Skianzug. Und hier ist ein Badekostüm, ein Reitdress, ein Pyjama, ein Nachthemd, ein anderes Kleid. Und noch eins, und noch eins, und noch eins. Na? Hast du jetzt begriffen, wie man mit einer solchen Puppe spielen muss? Schon. Nun möchtest du alle diese schönen Sachen natürlich gern behalten, nicht wahr? Also gut, ich schenke sie dir.
Du brauchst dann deine Freunde gar nicht mehr, verstehst du? Du hast ja nun genug Zerstreuung und das willst du doch. Du willst doch diese fabelhafte Puppe. Du willst sie doch unbedingt, nicht wahr? Ja, was denn? Was denn? Du bist immer noch nicht zufrieden? Ihr heutigen Kinder seid aber wirklich anspruchsvoll. Möchtest du mir vielleicht sagen, was dieser vollkommenen Puppe denn nun noch fehlt? Ich glaube, man kann sie nicht lieb haben. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Aber meine Freunde, die habe ich lieb. Ich glaube, wir sollten einmal ernsthaft miteinander reden, damit du lernst, worauf es wirklich ankommt. Du heißt doch Momo, nicht wahr? Also, Momo, nun hör mir einmal gut zu. Du meinst also, dass du deine Freunde lieb hast. Wir wollen das einmal ganz sachlich untersuchen. Da erhebt sich als erstes die Frage, was haben deine Freunde eigentlich davon, dass es dich gibt? Hilft es ihnen voranzukommen? Mehr zu verdienen? Etwas aus ihrem Leben zu machen? Gewiss nicht. Unterstützt du sie in ihrem Leben, Zeit zu sparen? Im Gegenteil. Du hältst sie von allem ab. Du bist ein Klotz an ihrem Bein. Du ruinierst ihr Vorwärtskommen. Ja, ja. Und das nennst du also jemanden liebhaben. Und deshalb wollen wir deine Freunde vor dir beschützen. Wer? Wir? Wir von der Zeitsparkasse. Ich bin Agent BLW-553-C. Ich persönlich meine es nur gut mit dir, denn die Zeitsparkasse lässt nicht mit sich spaßen. Hat dich denn niemand lieb? Ich muss schon sagen, so etwas wie du ist mir noch nicht vorgekommen. Wenn es noch mehr von deiner Sorte gäbe, dann könnten wir unsere Zeitsparkasse bald zumachen und uns selbst in nichts auflösen. Denn wovon sollten wir dann existieren? Ob dich niemand lieb hat? Wir müssen unerkannt bleiben. Niemand darf wissen, dass es uns gibt und was wir tun. Ein mühseliges Geschäft, den Menschen ihre Lebenszeit Stunden, Minuten und Sekundenweise abzuzapfen. Ihr wisst ja gar nicht, was das ist, eure Zeit. Aber wir wissen es. Und wir saugen euch aus bis auf die Knochen. Und wir brauchen mehr, immer mehr. Denn auch wir werden mehr, immer mehr, immer mehr. Also, es hat dich niemand lieb. Was? Was war das? Du hast mich ausgehorcht. Ich bin krank. Du hast mich krank gemacht, du! Ich habe lauter Unsinn geredet, Kleine. Vergiss es. Du musst mich vergessen, so wie alle anderen uns vergessen. Du musst. Du musst! Momo, wenn ich das so sehe, muss man Angst haben, wenn man dein Buch liest? Ein bisschen, ja. Aber es steht auf der ersten Seite, Moment, hier. Und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte. Muss man also nicht schrecklich viel Angst haben. Ich habe ja gesagt, ein bisschen. Pass mal auf, Momo. Du hast gesagt, die Leute vergessen, dass die grauen Herren zu ihnen gekommen sind. Woran merkt man dann aber, dass sie überhaupt da waren? Guck doch mal bei Friseur Fusi nach. Aha. Rationalisierung in Fusis Laden. Drei Kunden auf einmal bedienen. Das spart natürlich viel Zeit. Dafür ist er nicht mehr so viel bei seiner Mutter. Und der Kanarienvogel ist abgeschafft. Ja, und das Fräulein hier, wie heißt sie? Signorina Daria. Ja, die Blume ihrer Hand ist ganz welk. Und die Viertelstunde am abendlichen Fenster, wo man über den Tag nachdachte, auch abgeschafft.
kann ich mich endlich mal der kleinen Momo widmen. Na, Fräulein Sabine, wie fühlen Sie sich denn als Kundin der Zeitsparkasse? Was? Bin ich nicht Kundin? Oh, doch. Sie wissen es nur nicht. Sie haben doch heute eine Menge Zeit gespart. Stimmt, was ich heute alles geschafft habe. Und, was fangen Sie mit Ihren Zeitersparnissen an? Ja, also, damit kann man ja eigentlich gar nicht viel anfangen. Oh, doch. Sie mästen die grauen Herren. Welche grauen Herren? Es wird aber allerhöchste Zeit, dass Sie das Buch da lesen. Jetzt fangen Sie auch noch an, mich zu hetzen, Lemmy. Gestatten Sie mir, Sie und mich zu korrigieren. Ich meine, es wird langsam Zeit, dass Sie Momo lesen. Und außerdem meinten Sie nicht Lemmy, sondern Lehmann. Ja, natürlich. Aber nun erzählen Sie mir endlich was von dieser Momo. Fräulein Sabine, wenn Sie nicht augenblicklich zu meiner Geburtstagsfeier raufkommen, dann haben Sie für mein nächstes Lebensjahr einen schrecklich unkollegialen Kollegen in mir zu fürchten. Ich komme, Herr Wieland. Geburtstage kann man wohl nicht verschieben. Tja, ja. Ausreden gibt's immer. Mein lieber Herr Lehmann, wenn bei uns ein Jahr lang der Betrieb schiefläuft, weil Herr Wieland sauer auf mich ist, dann haben alle Leute darunter zu leiden, die bei uns Bücher ausleihen. Daran sollten Sie denken, bevor Sie moralische Reden loslassen. Na, Herr Lehmann, jetzt haben Sie es gekriegt. Dein Bücherwurm hat einen langen Rücken. Aber sag mal, Momo, du bist doch in höchster Gefahr. Wieso? Hier doch nicht. Hier im Buch. Nach der Geschichte mit der Puppe müssen die grauen Herren doch eine Stinkwut gehabt haben. Und nach der Sache mit den ganzen Anziehsachen. Hatten sie auch. Aber Meister Hora passte ja auf. Wie heißt er? Secundus Minutius Hora. Ja, also zu Deutsch Meister Sekunde, Minute, Stunde. Wie passte er auf? Eines Abends saß ich im Theater, als plötzlich... Moment mal. Hier ist dein Theater. Setz dich rein. Na? Was passierte dann plötzlich? Wer bist du denn? Willst du was von mir? Folge mir. Meinst du mich? Schildkröte, wo führst du mich eigentlich hin? Abwarten. Abwarten. Ein Glück, dass ich schon so gut lesen kann. Findest du nicht, Schildkröte? Still.
unmöglich. Ja. Merkwürdig. Hast du was? Seltsam. Zentrale anrufen? Ach, lassen Sie das. Ja, vielleicht später. Aus. Aus und vorbei. Jetzt kriegen wir sie nie mehr. Ich begreife nicht, warum wir nicht vom Fleck gekommen sind. Ich auch nicht. Niemals Gasse. Warte doch auf mich! Schildkröte! Da bist du ja wieder, Cassiopeia. Hast du mir denn die kleine Momo mitgebracht? Hier bin ich. Oh, willkommen. Herzlich willkommen im Nirgendhaus. Willkommen. Gestatte, dass ich mich dir vorstelle. Ich bin Meister Hora. Secundus Minutius Hora. Hast du mich denn wirklich erwartet? Aber gewiss. Ich habe doch eigens meine Schildkröte Cassiopeia geschickt, um dich abzuholen. Oh, ich habe mich ein wenig verspätet. Mit der Mode, meine ich. Ich werde das sofort korrigieren. Ist es so besser? Natürlich nicht. Wo habe ich nur meine Gedanken? So? Auch nicht? Bei Morion, das muss doch herauszukriegen sein. Warte, ich versuch's noch einmal. Du hast recht, nicht wahr? Ich hoffe nur, ich habe dich nicht erschreckt, Momo. Ist schon gut. Komm doch näher, Momo. Komm. Schau dir alles an. Warum hast du mich denn von der Schildkröte holen lassen? Um dich vor den grauen Herren zu schützen. Wollen die mir was tun? Ja, Kind. Das kann man wohl sagen. Warum? Sie fürchten dich, denn du hast ihnen das Schlimmste angetan, was es für sie gibt. Ich habe ihnen nichts getan. Doch, du hast einen von ihnen dazu gebracht, sich zu verraten. Und du hast es deinen Freunden erzählt. Glaubst du nicht, dass das ausreicht, um sie dir zu Todfeinden zu machen? Pff.
Was bedeutet das eigentlich, das Nirgendhaus? Oh, sehr viel. Aus dem Nirgendhaus in der Niemalsgasse kommt die Zeit aller Menschen. Oh, machst du sie selbst? Nein, mein Kind. Ich bin nur der Verwalter. Meine Pflicht ist es, jedem Menschen die Zeit zuzuteilen, die ihm bestimmt ist. Ach, und dazu hast du die vielen Uhren. Für jeden Menschen eine, ja? Nein, Momo, diese Uhren sind nur eine Liebhaberei von mir. Sie sind nur höchst unvollkommene Nachbildungen von etwas, das jeder Mensch in seiner Brust hat. Denn so wie ihr Augen habt, um das Licht zu sehen, und Ohren, um Klänge zu hören, so habt ihr ein Herz, um die Zeit wahrzunehmen. Alle Zeit, die nicht mit dem Herzen wahrgenommen wird, ist so verloren wie die Farben des Regenbogens für einen Blinden oder das Lied eines Vogels für einen Tauben. Bist du der Tod? Wenn die Menschen wüssten, was der Tod ist, dann hätten sie keine Angst mehr vor ihm. Und wenn sie keine Angst mehr vor ihm hätten, dann könnten keine grauen Herren und sonst niemand ihnen mehr die Lebenszeit stehlen. Aber dann braucht man es ihnen doch bloß zu sagen. Meinst du? Ich sage es ihnen mit jeder Stunde, die ich ihnen zuteile. Aber ich fürchte, sie wollen es gar nicht hören. Kommst du mal eben raus, Momo? Ich blieb aber ein Jahr bei Meister Weber. So lange kann ich das Tuch nicht halten. Du musst ins Buch zurück und ich muss ans Telefon. Ja, Kinder und Jugend? Sagen Sie mir die Adresse von Fräulein Sabine. Wer ist denn da? Bei Ihnen arbeitet doch ein Fräulein Sabine Mittelstädt. Ja, und? Ich benötige dringend Ihre Adresse. Wozu denn? Wer ist denn da? Hallo? Hallo? Was war denn? Sag mal, Momo, können die grauen Herren auch telefonieren? Natürlich. Jemand wollte Fräulein Sabines Adresse wissen. Sie sollte sich wirklich bald die Zeit nehmen, das Buch von Momo zu lesen. Soll ich gleich rein, dass sie schnell anfangen kann, wenn sie wieder da ist? Nein, 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 lass mal. Hier steht doch die seltsame Geschichte von den Zeitdieben und von dem Kind, das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte. Dann hast du also die Zeitdiebe besiegt? Ja. Wie hast du das denn gemacht? Dazu habe ich viel gebraucht. Meister Horas Rat und Hilfe, die Schildkröte Cassiopeia. Und sicher viel Mut. Ja, auch. Und eine Stundenblume. Die sieht aber schon ziemlich welk aus. Eine Stundenblume ist immer nach einer Stunde ganz verwelkt. Musst du dich auch noch beeilen beim Kampf gegen die Zeitdiebe? Ja. Ich habe nur noch eine halbe Stunde Zeit. Na, dann komm mal. Sechs graue Herren? Die letzten grauen Herren, die es gibt. Die allerletzten? Worauf warten die denn? Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und was war mit den anderen? Alle anderen haben sich aufgelöst. Wie denn aufgelöst? Wenn sie keine Zigarren mehr im Mund haben, lösen sie sich in nichts auf. So, jetzt habe ich endlich Zeit für Momo. Psst, hier werden nur ganz leise Zuschauer geduldet. Was sind denn das für scheußliche Kerle? Menschen? Nein, Zeitdiebe, die letzten. Psst. Ach, da ist ja auch die Schildkröte. Du machst die Tür zu. Das geht nicht. Die ist doch unbeweglich. Mit der Blume berührt. Du
meint, ich kann sie bewegen, wenn ich sie mit der Blume berühre. Du wirst es tun. Das ist doch diese schreckliche Mädchen! Das ist Bobo! Bobo, das gibt es doch nicht! Wie kann sie die Tür bewegen? Überall, das Mädchen! Das Mädchen! Sie hat eine Stundenblume. Damit konnte sie die Tür bewegen? Auf eine Stundenblume? Aber da können wir doch auch diese Tür öffnen! Wir haben doch genug Stundenblumen. Gehabt. Aber jetzt ist die Tür zu. Es gibt nur eine Rettung. Wir müssen die Stundenblume des Feldens kriegen. Sonst ist alles zu spät. Die Blume, die Stundenblume. Momo, Momo. Das Mädchen. Momo, Momo. Momo. Mit der Blume. Bitte. Bitte, liebes Kind. Gib mir die Blume. Gut. Gut. Mein lieber Mann, Momo, ich muss schon sagen, und das hast du ja für uns alle getan. Und ganz speziell für Sie, Fräulein Sabine. Wieso ganz speziell für mich? Die grauen Herren haben schon angerufen und nach ihrer Adresse gefragt. Ich denke, die sind tot. Da sie keine Menschen sind, können sie nicht tot sein. Sie haben sich aufgelöst. Ich glaube, dass sie ganz schnell wieder entstehen könnten. Was meinst du, Momo? Ja, das glaube ich auch. Was soll ich denn da machen? Gehen Sie doch zu Momo. Jetzt soll ich rein? Wäre wohl gut, damit Fräulein Sabine dich lesen kann. Wiedersehen, Momo. Und schönen Dank für alles. Wiedersehen, ihr alle. Wiedersehen. Wie heißt das doch bei euch? Ciao. Ciao. Wiedersehen, Momo. Bis gleich.